Eine Wächterin der Tugend zu sein bedeutet, dass man immer anständig ist, nicht nur was die Kleidung betrifft, sondern auch in der Ausdrucksweise, im Verhalten und bei der Nutzung sozialer Netzwerke. Eine Wächterin der Tugend zu sein heißt auch, dass sie den Jungen niemals eine SMS mit Worten oder Bildern schickt, die dazu führen könnten, dass sie den Geist, ihre Priestertumsmacht oder ihre Tugend verlieren. Es bedeutet, dass ihr begreift, wie wichtig die Keuschheit ist, weil ihr auch begreift, dass euer Körper ein Tempel ist und dass man vor der Ehe nicht mit der heiligen Fortpflanzungskraft herumfuschen darf. Ihr begreift, dass ihr eine heilige Kraft besitzt, mit der die heilige Verantwortung verbunden ist, andere Geister auf die Erde zu bringen, damit sie einen Körper bekommen, der ihrem ewigen Geist als Wohnstätte dient. An der Ausübung dieser Kraft ist auch eine andere heilige Seele beteiligt. Ihr seid Wächterin von etwas, was die Perlen an Wert übertrifft. Seid treu, seid gehorsam, bereitet euch jetzt vor, damit ihr die Voraussetzung dafür erfüllt, alle Segnungen zu empfangen, die euch in den heiligen Tempeln des Herrn erwarten. Ihr jungen Damen seid in einem großen Werk tätig und ihr seid nicht allein. Wenn ihr eure Tugendhaftigkeit und Reinheit behütet, wird euch Kraft zufließen. Wenn ihr die Bündnisse haltet, die ihr geschlossen habt, wird der Heilige Geist euch leiten und schützen. Ihr werdet von himmlischen Engelscharen umgeben sein. Präsident Monson ermahnt uns, denken wir daran, dass wir in diesem großen Wettlauf des Lebens nicht allein sind. Wir haben ein Anrecht auf die Hilfe des Herrn. Bereitet euch auf den Tag vor, an dem ihr würdig und vorbereitet, heilige Bündnisse einzugehen, in den Tempel des Herrn kommt. Als Wächterin der Tugend werdet ihr den Wunsch hegen, den Heiland in seinem heiligen Haus zu suchen.